So berühmt Schubert als Liedtonsetzer war, so glücklos blieb er als Opernkomponist. Als Karl Maria von Weber nach Wien kam, entwickelte sich zwischen ihm und Schubert eine beinahe freundschaftliche Beziehung. Schubert war vom Freischütz fasziniert und auch Weber zeigte Interesse an Schuberts Werken. Es wurde sogar über eine Aufführung von Alfonso und Estrella an der Dresdner Hofoper gesprochen. Da die Wiener Oper damals unter italienischem Einfluss stand, war an eine Aufführung Schubertscher Werke in deutscher Sprache in Wien nicht zu denken. Schubert besuchte umso erwartungsfreudiger ein Jahr später eine Aufführung von Webers Euryanthe, wiederum an der Wiener Hofoper. Nach der Vorstellung soll Schubert Weber, dem damaligen Direktor der Dresdner Hofoper, unverblümt seine Ablehnung der Euryanthe übermittelt haben. Eine Aufführung von Schuberts Opernwerken war dadurch in weite Ferne gerückt. Bye.